habe dann damit angefangen, zu einer Zeit, da gab es glaube ich nur noch Formel 1. Und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat Musik oder Jugendkultur noch nie eine große Rolle gespielt. Da gab es früher mal den Beat Club und dann ZDF Hitparade, Musikladen, Disco, mit Ilja Richter wollen wir nicht vergessen. Nee, und als wir dann da anfingen, war das jetzt nicht so, dass die Sender alle gesagt haben, brauchen wir unbedingt. Und das erste Größere, was ich da machen durfte, war, glaube ich, Bravo TV. Ja. Genau. Wo ich dachte, wow, jetzt hast du das ist die Rente eingereicht. Weil die Bravo, die gibt es schon 50 Jahre. Wenn du jetzt Fernsehen machst, wirst du das noch die nächsten 50 Jahre machen können, wenn du so alt wirst. Es kam anders. Aber bei OTV gab es ja auch eine ganze Zeit, ich weiß nicht, 15 Jahre. Eine ganze Zeit, ja. Natürlich, wir dürfen auch nicht unterschlagen, da hat eine Kollegin heute in der Redaktion gesagt, ach, der war das Einsatz in vier Wänden, da war die ganz... Ich wusste, dass das... Ich kann jetzt noch Bauer und Frau ergänzen, dann sind wir dann nein, das hätte ich nie... vielleicht an Hartwig schon, kannst du mir verzeihen. Lass mich da auch gerne korrigieren. Ich meine zu beobachten, dass, und das war ja auch im Gegensatz zu der Zeit, in der wir gelebt haben, da hat man unheimlich in der Popkultur nach vorne geguckt. Da gab es permanent irgendwie was Neues. Punk, Neudeutsche Welle, New Wave, Techno, Rap, Hip-Hop. Und dann im Jahr 2000 ungefähr, so in der Ecke, ist plötzlich Feierabend, Schluss. Und seitdem ist nie wieder was gekommen. Irgendwie an irgendein neues Genre, irgendwas. Und das ging irgendwie einher, komischerweise, mit Digitalisierung, mit vielen Krisenveränderungen. Und ich frage mich immer, was ist da jetzt plötzlich anders? Ja? Und ich finde heute Musik, alles, was da so gefeiert wird, tolle Sachen. Aber in Wirklichkeit ist es ja eigentlich, mit Verlaub, alles ein gewisser Aufguss von irgendwelchen Dingen, die es schon mal gab. Ob man sie XX hört oder selbst Adele oder so, das fußt eigentlich alles auf einer Musik, die es schon gab. Das war damals irgendwie anders. Da gab es auch irgendwie Zitate oder so, aber es war irgendwie nach vorne gelegt. Wir müssen was Neues machen. Ja? Und ich habe jetzt so einen Eindruck, das gibt es irgendwo in diesen Anspruch, den hat man nicht mehr. Und wir hatten damals auch den Anspruch, we want the world. War so ein Claim von ihm. Anders zu beginnen, gleich zu Beginn. Das irgendwas weiterzuentwickeln, irgendwas eine neue Tür aufzumachen. Und das Bedürfnis haben viele Künstler heute nicht. Habe ich den Eindruck. Musiker. Ja. Ich glaube, auf der einen Seite. Als Institution, die haben das gelernt, da durften ja damals auch diese wunderschöne Werbung machen, die habe ich gerade hier entdeckt. Nur Nina kommt nicht aus Hagen, dann hat die Stadt Hagen damals auch schon irgendwie gedacht, oh ja, wunderbar, da haben wir was für die Auslage. Und das war schon so im allgemeinen Bewusstsein hier, dass hier tut sich was. Alle haben ja auch Nina dann die Musikladen gesehen und so weiter und so fort. Und plötzlich standen wir in der Bravo, waren wir in der Bravo und das veränderte das Leben doch deutlich. Aber war das für alle hart? War das für dich dann nicht eigentlich ein Alarmsignal, also mit der sozusagen Herkunft, die du gerade beschrieben hast, wenn die Stadt sich dann deinen Markennamen gemein macht, dann ist das doch eigentlich schon fast so, ups, ich muss aufpassen, hier läuft was falsch. Ich bin ja dann auch nach Berlin gegangen. ja. Das war okay, also das war in der Zeit einfach... Ja, das war okay, man war dann auch von dem Erfolg irgendwie okkupiert und das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ich habe mich nachher gewundert, ups, was ist denn da passiert? In der kürzester Zeit war ich irgendwo auf der Seite, die ich früher bekämpft habe. Ja, und fand das dann aber auch gar nicht mehr so schlimm. Gibt Schlimmeres. Ja, uns hat irgendwann mal ein ehemaliger Schülerzeitungsredakteur ein Interview, was im Extrawald-Büro gemacht wurde, 81, zugespielt. Und das zeigt so ein bisschen, glaube ich, gerade so diese Zeit, weil da halt tatsächlich dann die Kids dann da auch erzählen,
vom Kaufhaus Sturmquelle und solche Geschichten, die sich darüber tatsächlich definiert haben, komplett. Also das war schon identitätsstiftend total. jetzt war das Ganze die Frage, wie man es formuliert, aber es war irgendwann vorbei oder es hat sich irgendwann gedreht. Waren es für euch klarere Signale, dass ihr gemerkt habt, die Nummer ist jetzt durch? Gab es nochmal vielleicht können wir es nochmal anfachen? Wie war so dieser Moment, als es so kippte? Mehr mit der ganzen Materie befasst, weiß man, realistisch ist es einfach, solche Erfolgswellen enden. Also alles andere ist die ganz große Ausnahme. Also U2 ist nicht der Normalfall, sondern die Bands, die hinterher in den Bierzelten auch in England spielen oder als Led Zeppelin Coverband irgendwo auflaufen, das ist der Normalfall. Und natürlich, das kriegt man mit, man sieht plötzlich, hier wird es deutlich ruhiger, die Hallen werden leerer oder natürlich die Schallplattenverkäufe gehen runter. Dann war es, glaube ich, bei beiden von uns so, dass wir sagen, das ist nicht weiter schlimm. Was kommt jetzt? Was machen wir jetzt aus unserem Leben? Und ich bin nach Hamburg gegangen, Georg ist nach Berlin gegangen oder nach München. Wir haben uns dann auch eigentlich immer wieder getroffen. Irgendwann haben wir auch mal in München in der gleichen Straße gearbeitet. Jetzt sitzen wir in Berlin wieder zusammen. Ich glaube schon, dass gerade wenn man mehr so im Hintergrund arbeitet und dann auch realistisch damit umgeht und sagt, naja, so ist das einfach. Irgendwann ist so ein Trend oder auch eine Karriere wahrscheinlich vorbei und man macht weiter. Arbeitet ihr auch so, Jörg? Für mich war das dann irgendwann hier durch. Ich dachte, ich kann ja auch nichts mehr beitragen und wollte auch irgendwo zu neuen Ufer. Das hat mich dann auch irgendwie gelangweilt. Bin dann ja mit einem vollen Rucksack, ich wusste jetzt, wie das irgendwie geht, das hatte ich jetzt hier in Nikok ausgemacht, kann man das wunderbar lernen, bin ich dann, wie gesagt, nach Berlin und habe da so ein bisschen mich mit Independent, also richtig Independent beschäftigt, so auch mit Gudrun Gut, die hängt da hinten auch mit Nina zusammen auf so einem Foto, die dann meine Assistentin war und so, und dann kam irgendwie plötzlich das Privatfernsehen, so durch irgendeine Tür durch und das hat mich sofort begeistert und dachte, wow, ja, wie mich früher begeistert hat, jetzt kann man selbst machen oder selbst eine Veranstaltung oder eine Zeitung oder so, hat mich da plötzlich begeistert. Jetzt ist die Zeit, wo man auch Fernsehen selbst machen kann und da bin ich irgendwo sofort auf diesen Zug, der da gerade aus dem Bahnhof rausfuhr, bin ich dann noch drauf und habe mich dann eben eigentlich mit dem gleichen Thema oder mit demselben Thema, nämlich mit Popmusik, im Fernsehen beschäftigt. Ja. Also, du hast das gerade Rucksack genannt. Ein Rucksack kann ja auch schwer sein, einen so hinten rüberziehen und dass man nicht nach vorne kommt. Aber ich glaube, du würdest sagen, die Erfahrungen, die du hier gesammelt hast, die waren gruselig. Ja, genau, ich mach da nicht alleine. One, two. Ja. Also die Erfahrung, die Zeit hinten, diese vielleicht Pionierzeit, kann man es ja sicherlich nennen, die hat sich dann bei deinen späteren Schritten beflügelt, hat dir geholfen. Ja. Geht in ein Büro von einem Großkopferten beim WDR und sagt, ich habe eine Idee übrigens. Und einfach mal ein Konzert übertragen und dann daraus auch noch eine Live-Sendung zu machen, ist, glaube ich, heute tatsächlich unvorstellbar. Ja, aber das war natürlich wichtig, um Musik dann doch wieder, oder Nischenmusik in die Breite zu bringen. Wenn man überlegt, wie wichtig es dann doch war, dass diese Band im Rockpalast aufgetreten ist. Es waren jetzt vielleicht gerade nicht die Punkbands, aber Police, der Durchbruch in Deutschland, war eindeutig ein Auftritt im Rockpalast. Rockpalastnacht oder viele amerikanische Bands. Tom Petty, erster Auftritt in Deutschland war Rockpalast. Also das macht heute keinen Menschen mehr, dass er sagt, so, da sitzen jetzt so vier schwarz gekleidete, gut aussehende amerikanische Musiker, haben eigentlich keinen Hit, aber die kriegen jetzt mal eine Stunde Fernsehen. Unfassbar. Oder ein versoffener irischer Bluesgitarrist. Oder, ja, und so weiter. Ja. Wir haben jetzt über die kreative Seite ja gesprochen. Inwieweit ist aber vielleicht auch einfach die Rezeption bei den Leuten da vielleicht nicht in eine gute Richtung gegangen? Also ich hatte einen schwedischen Gitarristen, Bluesgitarristen im Studio,
der hat gesagt, ja, die Mentalität ist ja so ein bisschen, wenn ich es nicht gestreamt kriege oder irgendwo gratis bekomme, dann will ich es auch eigentlich gar nicht haben. Und das ist natürlich für einen Künstler, der, sagen wir mal, dann auch vielleicht im Zweifel hinterher was damit erzielen kann, nicht die allerbeste Mentalität seiner Kundschaft. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob der das zu Ende gedacht hat. Also, ich meine, ich stehe jetzt mittendrin in so einer Geschichte und sage, so, jetzt würdest du erstmal froh sein, dass mittlerweile digitale Wege gibt, die nicht durch Redakteure die ganze Zeit beeinflusst werden, wo du also zumindest theoretisch mal in jeden Haushalt kommst. Da wäre ich als Musiker schon mal wahnsinnig dankbar, weil Realität, kennt Jörg auch, nehmen wir mal John Peel außen vor, Mel Sandor hat eben dann nur 5 neue Titel pro Woche gespielt. Also alles andere fand dann einfach nicht statt. Finde ich also jetzt die digitale Medienwelt also deutlich attraktiver, um überhaupt erstmal von A nach B zu kommen. Und zweiter Punkt, da, man sollte natürlich auch nicht von Anfang an als erste Gedankenstufe haben, was bringt mir das an Geld, wenn ich gespielt werde. Ne, das ist völlig falsch. Also da muss man auch wirklich investieren und nicht immer sofort gucken, oh, ich bin jetzt sauer auf Streaming, weil ich nicht sofort ganz viel Geld dafür kriege. Sollte nicht das Motiv sein, überhaupt sowas zu machen. Es geht ja nicht in der Regel schief. Also ich sage das einmal, wenn Musiker bei mir reinkommen, also wenn jetzt sein Hauptmotiv das Geld verdienen ist, dann kann ich dir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist wahnsinnig gering. Also will ich mir wirklich genau überlegen. Aber wenn du sagst, ich will mich ausdrücken, ich will erstmal vor allen Dingen Spaß an der Geschichte haben, hast du eine ganz andere Absprungsbasis dabei. Ne? Also diese Diskussion eben, wie monetarisiert sich das schon, bevor ich überhaupt anfange, kann ich überhaupt nicht ertragen. Okay. Wenn du ein außer Schlager, sondern nur Retro. Die Sendung, die du gerade erwähnt hast, 120, die Welt bewegten, diese Chartshows, das ist alles Retro, 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 Retro. Das ist ja auch Retro. Ich glaube, wenn man was Aktuelles gemacht hätte, wäre der Saal gar nicht so voll. Und das muss man mal irgendwie feststellen, dass die Popmusik sich oder diese Popkultur sich irgendwie nach hinten. Das ist ja, glaube ich, auch in der bildenden Kunst, oder habe ich auch die letzten 20 Jahre nichts Neues gesehen. Ja, da ist das auch zu beobachten. Ja, und wir haben damals in einer ganz anderen Zeit gelebt, die war nach vorne gerichtet, wo es eben auch Leute gab, die ein völlig anderes Gesellschaftssystem, alles anders. Ja, die gibt es ja nicht mehr. Mit welchem redaktionellen Mut Rockpalast gemacht wurde. Wir sind mit unserer Band im Rockpalast aufgetreten, wo ich denke, der kann ja nicht im Ernst gemeint haben, dass sich das Leute angucken am Ende des Tages, außer Leute, die in Hagen wohnen und gucken, was machen die da jetzt. Aber dieser Mut oder diese Freiheit hat man sich selbst in diesen Medien gegeben. Das ist heute unvorstellbar, das wird kein Sender machen, eine Nischenband, da eine Stunde abends zu so einer Sendezeit auftreten kann. Peter, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen gab, die waren wie ab wie eine Burg. Da kam man, ich kannte überhaupt niemanden beim Fernsehen. Ja? Und dann gab es plötzlich die Musikbox in München. Das war so ein Vorläufer von Viva bzw. von MTV, gab es noch gar nicht in Europa. Und die haben 24 Stunden so Clips gezeigt, konnte kaum jemand empfangen in Deutschland. Und dann habe ich da so als Autodidakt angefangen, habe einfach behauptet, ich könne das und konnte das dadurch kaschieren, weil ich in der Plattenindustrie einige Kontakte hatte. Und da die ja noch Musik gespielt haben und so weiter, fiel das dann auch nicht sofort auf. Und dann habe ich als erstes 2 Sendungen gemacht, die so mir sehr entgegenkamen. Das war einmal eine Sendung, die sich mit Independent-Musik beschäftigt hatte. Das war das, was ich dann in Berlin dann gemacht habe, eine Zeit lang. Offbeat hieß die Sendung. Und habe dann noch eine zweite Sendung gemacht. Deshalb, weil meine damalige Ehefrau Gundi Brühl eine Hardrock-Zeitung gemacht hat, nämlich hieß die, glaube ich, das war ein Konkurrent von Metal Hammer. Und dann sagte die, sag mal, was kann man da machen irgendwie? Metal Hammer ist so groß von dem Digging aus und wir sind so klein, obwohl wir großen Verlag im Rücken haben. Und dann habe ich gesagt, da gibt es so einen kleinen Sender in München, mach doch eine Hardrock-Sendung. Für die Hardrocker gibt es überhaupt nichts, für die Fans. Gab es riesen Festivals damals, Monsters of Rock und wie das alles hieß. Aber überhaupt medial gar nichts, außer für Metal Hammer und Crash. Dann haben wir so eine Sendung gemacht, Hard und Heavy. Ich fand die Musik fürchterlich und habe dann so einen Crashkurs gemacht. Ja, irgendwie, und dachte, da musst du jetzt durch.
Und irgendwann fand ich dann Metallica und so, das gab es damals auch schon, und Slayer, und dachte ich, wow, nicht schlecht. Gut, und das waren so meine ersten Sendungen, die ich gemacht habe, und dann habe ich mich ja da weiter eigentlich nur mit Musik beschäftigt. Die ganze Zeit im Fernsehen, weil das war das Einzige, wo ich mitreden konnte. Von anderen sagen, hey, ich habe keine Ahnung. Ja? Und hatte aber das Selbstbewusstsein, das zu machen, glaube ich wirklich, das war der Rucksack aus Hagen auch, wo ich dachte, komm, von nichts eine Ahnung, aber mal einfach machen und mal gucken, was dabei rauskommt. Und der Rest ist Geschichte. Im Grunde, ja, tatsächlich. Gab es ein neues Musikgenre. Und wenn es so ein Subgenre war wie Grunge oder also irgendwas gab es. Ja, mit einer Mode verbunden und ich weiß ich nicht, ob ich da eine völlig falsche Sicht habe. Ich habe den Eindruck, das ist heute irgendwie anders und das mag irgendwie damit zusammenhängen, dass heute für viele junge Menschen per se der Strom aus der Steckdose kommt und irgendwie ganz anders aufwachsen und ich weiß es nicht, ich kann die Frage gar nicht beantworten, das ist nur eine Feststellung. Ja, wir haben gerade die Kreativität. Kann ich aber nur ja sagen. Das hat natürlich auch trotzdem was mit Medienlandschaft zu tun, denn Jörg hat es vorhin erzählt, der große Sieg war in einer sehr eindimensionalen Medienstruktur. Ich werde einmal auf einem Sender gespielt. Dann hat man es geschafft. Dann haben Leute das mitgekriegt. Das hat sich natürlich unter Mithilfe von Jörg und seinen Fernsehambitionen und der freien Fernseh- und Radiolandschaft ganz drastisch geändert. Das heißt, wenn heute jemand sagt, ich möchte professionell Musik machen, dann guckt der sofort, okay, was geht denn in diesen Medien? Also die Einschränkung, die schon so brachial, wie wir sie gar nicht gekannt haben und wie sie auch gar nicht notwendig war. Aber heute sind schon so die Schlüsselwörter da ziemlich massiv. Jemand bei einer Schallplattenfirma wird auch schon sagen, ja, wenn das nicht so klingt, als dass ich es in den und den Medien unterbringen kann, warum soll ich denn da Geld reinstecken? Dann muss ich ja noch mehr arbeiten. Irgendwie. Also das führt dann doch schon immer so zu einer totalen Gleichmacherei auf der Stilistik. Und deshalb ist das wahrscheinlich ein Grund, warum auch relativ wenig in den letzten 20 Jahren eigentlich passiert ist. Also gut, ich vergesse, als Jörg und ich gesagt haben, wir machen mal Musikfirmen, da war es eigentlich völlig unproblematisch, dass man eigentlich sagte, Karriere, Beruf, interessiert mich nicht, können wir später darüber nachdenken. Und interessanterweise auch nicht unbedingt direkt ein Megakonflikt mit Eltern und Umfeld. Wenn man sich heute das Szenario mal anguckt, dann ist das völlig anders. Also heute sind Jugendliche, die vielleicht an der gleichen Stelle stehen, doch deutlich mehr gefordert, eine klare Karriereperspektive zu haben. Die werden ja schon in der Sechster getriezt. Wenn du jetzt nicht aufpasst und auf die Zensuren achtest, dann wird das hinterher nichts mit deinem MBA. Das ist etwas, glaube ich, was eine ganze Generation, die in den 70er Jahren dann so an diesen Schwellenstand überhaupt nicht gekannt hat. Also ich habe mich nie, selbst als ich Wirtschaft, ehrlich gesagt, aus einem Grund studiert, weil ich gesagt habe, gewinnst du Zeit. Das ist nicht sonderlich kompliziert, du musst keine Entscheidung treffen, zieh das mal irgendwie durch. Und dann nebenbei eben Musik gemacht. Ich beobachte das selbst an meinen Kindern, dass sie schon, was weiß ich, 3 Jahre vor dem Abi anfangen, wahnsinnig fixiert darauf zu sein, wo führt das konsequent hin. So, das ist eigentlich die größte Barriere in der ganzen Geschichte. Ne? Denn alle anderen Bausteine sind deutlich einfacher geworden. Man kann heute viel einfacher Medieninhalte produzieren. Also mal eine Relation. Als wir angefangen haben, Alben aufzunehmen, wenn man nicht so geschäftstüchtig war, sagen wir, wie Jörg und ich zu Studiobesitzern gehen konnte und sagen konnte, du machst das jetzt mal umsonst oder wir zahlen die Stromkosten und dafür bist du hinterher beteiligt, wenn das was wird, dann hat auch damals schon die Aufnahme einer Platte 50.000 Mark gekostet. Nur mal überlegen, jetzt reden wir über 1978, da hat auch ein Reihenhaus auf Ems 50.000 Mark gekostet. Also diese Zugangsbarrieren waren schon deutlich problematischer oder Videos zu machen und. Also eigentlich, wenn diese sozialen Zwänge da nicht wären oder die zu sehr Fixierung auf bestimmte Lebensabläufe, wäre es heute viel, viel einfacher, kreativ zu werden und ähnliche Themen anzugehen. Also die Berufswerte natürlich auch viel mehr Flexibilität auf Dauer verlangen wird. Ich meine, welche Lebensläufe, welche Berufsanfänge sind heute noch so vorprogrammiert wie, was weiß ich, wenn ich 1974 bei der Deutschen Bank in Hagen angefangen hätte, da hätte ich das ja fast mit der Perspektive gemacht, bis 65 schießt du das durch, da kann gar nichts schief gehen. Das ist ja heute auch schon nicht mehr so. Also kann man sich eigentlich
eigentlich sogar auch erlauben, also da deutlich beweglicher seine Lebensplanung anzugehen und vielleicht gerade Kreativität auch zu entwickeln als Teil einer beruflichen Perspektive auf Dauer. In Hamburg gezogen. Ich hatte überhaupt gar kein Problem, plötzlich in Hamburg in der Musikindustrie mitzumischen, weil ich immer gesagt habe, ja, das war doch der mit Extrawahl zu tun und Nähen und so weiter und so fort. Was können wir jetzt tun, dass der die nächsten großen Erfolge für uns macht? Also es war schon eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis. Ich habe natürlich auch eins gemerkt, ja, wenn man, sagen wir so, von null startet und ohne diesen Industriekontext sich erstmal davor rauben muss, dann ist man doch etwas durchsetzungskräftiger als so Kollegen, die von Anfang an immer sagen, also natürlich arbeite ich in einer großen Schallplattenfirma und bediene mich mal. Also das ist mir auch dir im Fernsehen wahrscheinlich auch sehr schnell klar geworden. Wir haben da auch so kleine Geschwindigkeits- und Antritts- und Durchsetzungsvorteile, indem man dann, also den ich mir dann auch immer wieder sehr gerne angeguckt habe und gesagt habe, was mache ich jetzt daraus? Bei dir ist das ja irgendwann so weit gekommen, ich habe das bei der Kollegin Bettina Ruster im Podcast mir angehört, wo du sehr schön erzählt hast, dass du von dem, wir können das Lied ja glaube ich mittlerweile auch bei Titel nennen, vom Cocksucker Blues, der nie veröffentlicht wurde von den Stones, was ihr gespielt habt, dann irgendwann gelandet bist bei Keith Richards im Studio, also sein Solo-Album aufnahm. Und am schönsten fand ich eigentlich eine profane Vorstellung, was ziehe ich da an? Das hat mich wirklich sehr nervös gemacht. Was erwartet der von mir? Will der jetzt, dass ich da sehr corporate auftauche und sage, ich brauche einen mächtigen Industriemanager als Partner? Oder halte ich den Ball lieber ganz flach und sage, eigentlich bin ich so wie du, nur du bist ganz, ganz erfolgreich. Also ja, das hat mich sehr bewegt. Kam allerdings gut an, als ich ihm erzählt habe, dass ich schon mal einen Song von ihm aufgenommen habe und dass er da wahrscheinlich von der GEMA oder was immer das Äquivalent ist, ein paar Euro gesehen hat. Also es gab jetzt ein bisschen Glaubwürdigkeit in der Geschichte. Allein den Song zu kennen. Und er hat sich auch noch daran erinnert? Ja, total. Ja, klar. Was hast du denn angehabt? Ich hatte natürlich immer eine blaue Hose, etwas Blaues darüber, eine hellblaue Jacke und einen blauen Burberry-Schal, genau. Also ich habe es wirklich sehr sicher gespielt, das war nicht zu steif, nicht zu locker, hat geklappt. Und ich glaube, du hast ihn dann auch inspiriert, das Solo-Album zu benennen, da gab es auch eine Geschichte, den Titel des Solo-Albums. Nee, da ging es um das Cover und wir haben dann sogar gesessen und also wenn ich mich wohlfühle, kann ich sehr meinungsstark werden. Und nach 2 Minuten habe ich mich da sehr wohl gefühlt mit ihm und habe gesagt, naja, also der Schlüssel bei solchen Alben, von Leuten von deinem Kaliber ist das Cover. Du musst dir darüber im Klaren sein, du musst sehr klar machen, was passiert, wenn die Leute auf das Cover gucken. Ich habe gesagt, also, wie bin ich auf die Rolling Stones gekommen? Als ich auf dem Fichte-Gymnasium war, kam irgendwann morgens so ein Typ da rein, Armin Kaiser, der hatte gerade Aftermath gekauft von den Rolling Stones. Und hat natürlich, wie das damals auch ganz wichtig war, das unterm Arm ohne Verpackung auf den Schulhof getragen. Und ich habe nur gesagt, wow. Die sehen böse aus, das muss gut sein. Und ich habe gesagt, du musst nur dein Gesicht da drauf machen. Und zwar ganz klar und nicht irgendwie so was Kompliziertes, wo die Leute dann lange überlegen müssen, von wem ist denn diese Platte. Also darüber haben wir dann einen sehr entspannten Dialog gehabt. Und jetzt hat er auch so, also jetzt hat er sogar bei uns einen Vertrag unterschrieben als Künstler. Also das nächste Keith Richards Album ist bei BMG. Du hast ein Trauensbild. Nicht alles falsch gemacht, glaube ich. Es macht wahnsinnig Spaß, sowas zu machen, ja. Sehr schön. Ja, ich habe immer, wenn ich nach Hause komme, schon so ein paar, dann fahre ich auch gerne mal die lange Straße rauf und gucke, was ist denn da jetzt los? Oder ich habe früher in der Flyerstraße gewohnt, gucke ich auch gerne mal. Aber Piccadilly fand ich heute ganz groß. Wir kamen nämlich da rein, waren beide der Meinung, wir hätten gelesen, ist total zugemacht, ist eine Moschee und so weiter. Wir kommen da rein, Tür steht weit auf, tanzen da 2 Mädchen. Inga und ich sind da reingegangen und gesagt, das glauben wir jetzt gar nicht. Haben uns mit denen unterhalten, das ist jetzt ein kurdisches Jugendzentrum oder Kulturzentrum. Herrlich war das. Also, da werde ich jetzt öfters vorbeigehen. Sehr schön, auf den Tee. Jörg, wie ist das bei dir denn, mein Name? Ja, ich habe ja meine Hagenzeit im Wesentlichen einmal in der Hochstraße verbracht, fiel mir früh noch ein. Die gesehen haben, oh, erst einmal gewohnt, hatte ich ganz vergessen. Und danach bin ich in die Wuschastraße 56 gezogen und Beringhausen. Ja, wenn ich schon mal nach Hagen komme, was ja selten ist, dann nach Beringhausen. Ja, und wen ich dann sehen will, ich habe, bevor ich jetzt heute hingefahren bin, habe ich vor einer Woche
einer Frau, mit der ich damals zusammen war, eine Karte geschrieben. Und es hat wahnsinnig gedauert, die Adresse überhaupt rauszukriegen. Ich habe alles in Bewegung gesetzt und habe geschrieben, Heike, den Nachnamen sage ich jetzt nicht. Ich bin dann und dann in Hagen. Ja, die hat nicht geantwortet. Ich hätte mich so über ein Happy End jetzt gefreut. Also wenn jemand noch eine Heike kennt, außer Heike Warnbeck, vielleicht da noch einen Tipp hat.